Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Call of Duty Black Ops 3 und der Last Gen. Und dieses Video ist wirklich offiziell und diesmal kein Leak. Es ist offiziell bestätigt, dass Black Ops 3 für die 360, also die Xbox 360 und die PlayStation 3 erhältlich sein wird. Beenox und Mercenary Technologies werden dieses Spiel entwickeln. Es kommt nicht am 6. November raus, sondern etwas später. Alles wird spielbar sein auf der Black Ops 3 Version. Drei Modi, also die Kampagne, der Multiplayer und der Zombie-Modus. Es ist jedoch eine Einschränkung. Beispielsweise bei dem Kampagnen-Modus sind es nur maximal zwei Spieler, die hier spielen dürfen. Und es gibt leider auch keine Beta für die Xbox 360 oder die PlayStation 3. Zu der Wii U gibt es leider keine Informationen. Ihr seht beide Bilder natürlich auch nochmal im Hintergrund. Also nochmal die Originalverpackung. Sieht richtig cool aus. Ist natürlich genau das gleiche wie das PS4, Xbox One oder das PlayStation Cover. Und ja, was haltet ihr denn davon? Habt ihr denn noch eine Last-Gen-Konsole? Habt ihr 360 und eine PS3 oder auch nur eins von beiden? Würde ich gerne mal von euch wissen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Interessiert mich richtig dolle. Und freut ihr euch denn richtig darauf, das auch noch für die Last-Gen zu haben? Oder wolltet ihr jetzt extra dafür eine neue Konsole kaufen? Das alles, lasst mich das gerne mal wissen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für diese Information. Und falls ihr auf dem neuesten Stand sein wollt für Call of Duty, dann abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Like rain that's falling towards the sky, like shadows in the